Nach dem G-Treffen von Halle machen wir uns am frühen Nachmittag auf den Weg nach Rügen. Es sind doch noch 550 Kilometer zum Ziel. Rügen ist die flächengrößte und mit rund 77.000 Einwohnern auch die bevölkerungsreichste deutsche Insel. Nach 50 Metern links abbiegen, danach zweite rechts abbiegen und der B96 folgen. Das Tor zur Insel Rügen ist die Hansestadt Stralsund. Rügen hat eine Fläche von 926 Quadratkilometer, eine maximale Länge von 52 Kilometer von Süd nach Nord und eine maximale Breite von 41 Kilometer im Süden. Durch Rügendamm und Rügenbrücke über den 2 Kilometer breiten Strelasund ist Rügen mit dem Festland verbunden. Hier auf Rügen sind es für uns noch 1,25 Stunden für 75 Kilometer. Es ist schon 22 Uhr, als wir ankommen. Da keiner mehr an der Rezeption ist, verbringen wir eine Nacht vor der Schranke. Am nächsten Tag kriegen wir einen schönen Stellplatz mit Blick auf die Ostsee. Durch herrliche Alleen führt uns der Weg zum heutigen Ziel. Die Stadt Sassnitz ist ein staatlich anerkannter Erholungsort an der Ostsee. Sie liegt auf der Halbinsel Jasmund im Nordosten der Insel Rügen und hat etwas über 9000 Einwohner. Über viele Jahrhunderte war es vor allem ein kleiner Fischerort. Um 1890 kam ein größerer Hafen und der Eisenbahnanschluss hinzu und Sassnitz wurde zum gefragten Fährort und Seebad. Thank you.
Es ist warm genug für ein Eis. Sassnitz besitzt eine Außenmole mit einer Länge von 1450 Metern. Von hier aus starten die anderthalbstündigen Fahrten zum Kreidefelsen. Die haben wir beide schon mal gemacht, sodass wir dieses Jahr darauf verzichten. Von Sassnitz gibt es Fährlinien nach Schweden, Dänemark, Litauen und Russland. Mit einem Güterumschlag von etwa 5 Millionen Tonnen pro Jahr ist der Fährhafen Sassnitz der drittgrößte deutsche Ostseehafen. Wir machen uns auf zum nächsten Ziel. Rora liegt zwischen den Orten Sassnitz und Binz. Rora ist ein Ortsteil der Gemeinde Binz und ging aus dem zwischen 1936 und 1939 gebauten, jedoch unvollendet gebliebenen KDF-Seebad Rügen hervor. Im Komplex sollten 20.000 Menschen gleichzeitig Urlaub machen können. Der Koloss von Rora ist der Kern des Komplexes und bestand aus ursprünglich 8 auf einer Länge von 4,5 Kilometern aneinandergereihten baugleichen Blöcken. Drei Blöcke wurden zwischen 1945 und 1949 bis auf wenige Segmente zerstört. Es verblieben 5 Blöcke auf einer Länge von etwa 2,5 Kilometern. Diese wurden nach 1945 von der Sowjetunion, der DDR und dem Vereinigten Deutschland militärisch genutzt.
Nach Abzug der Bundeswehr standen die Gebäude überwiegend leer und verfielen. Seit 2004 werden die Blöcke einzeln veräußert und zu Wohn- und Hotelanlagen umgestaltet. Hier sehen wir ein Modell der Leuchttürme vom Kap Arkona. Da wollen wir die Tage auch noch hin. Aber immer der Reihe nach, noch sind wir erst hier in Prora. Binz ist mit rund 5000 Einwohnern das größte Seebad auf der Insel Rügen. Eine erste Andeutung der späteren Bedeutung als Ostseebad ergab sich bereits um 1830, als Gäste des Fürsten zu Putbus an der Mündung der Arlbek badeten.
Die Seebrücke ist das Wahrzeichen der 2.500 Einwohner großen Gemeinde Sellin. Sie wurde in den 1990er Jahren neu aufgebaut, nachdem sie 1978 wegen ihres schlechten Zustandes abgerissen werden musste. Sellin besitzt heute die mit 394 Metern längste Seebrücke auf Rügen. Um unser heutiges Ziel zu erreichen, müssen wir erstmal auf die andere Seite der Insel. Das Wetter meint es heute nicht schlecht mit uns. Die Wittower Fähre ist eine Fährverbindung für Fußgänger und Fahrzeuge. Die beiden alten Anleger der Fähre am Nord- und Südufer sind erhalten geblieben und stehen unter Denkmalschutz. Schon im Mittelalter war es üblich, in diesen Bereich mit Booten überzusetzen. Aufgrund der zerklüfteten Küstenlinien Rügens waren die Umwege sonst erheblich. Für die einfache Überfahrt werden für uns 5,70 Euro fällig.
Es ist ein sonniger Tag geworden und wir sind gespannt, was uns erwartet. Erstmal zum Fähranleger und die Karten für 18,40 Euro pro Person erwerben. Die Fahrzeit nach Hiddensee beträgt 45 bis 50 Minuten. Hin geht es mit der MS Insel Hiddensee. Das Schiff ist gut 40 Meter lang und für 400 Personen ausgelegt. Schön, dass jetzt nicht so viele mitfahren. Der Name Hiddensee taucht bereits im 13. Jahrhundert auf und bedeutet so viel wie Insel des Hedin. Der legendäre Norweger König Hedin soll hier um eine Frau oder auch nur um Gold gekämpft haben. Unter dänischer Herrschaft war offiziell Hedinsö gebräuchlich. Bis 1880 hieß die Insel auch in deutschen Karten noch Hiddensjö, 1929 in deutschen Reiseführern noch Hiddensö. Die vollständige Eindeutschung und Umdeutung zu Hiddensee ist also noch relativ jung. Hiddensee ist etwa 16,8 Kilometer lang, an der schmalsten Stelle etwa 250 Meter und an der breitesten etwa 3,7 Kilometer breit. Der private Kfz-Verkehr ist auf der gesamten Insel verboten. Für öffentliche Aufgaben und landwirtschaftliche Nutzung sind nur wenige Fahrzeuge zugelassen. Dadurch ist die Insel nahezu autofrei. Der Großteil des Personenverkehrs sowie ein Teil des Warenverkehrs werden mit Pferdefuhrwerken durchgeführt. Thank you.
Das Wahrzeichen der Insel ist der Hiddenseer Leuchtturm. 102 Stufen führen in den seit 1994 für Besucher offenen Turm. Damit es da oben nicht zu eng wird, können jedoch nur 15 Personen gleichzeitig den Turm besteigen. Ab Windstärke 6 bleibt der Turm aus Sicherheitsgründen geschlossen. Wir bleiben unten. 9 Euro pro Person sind uns einfach zu teuer. Wir machen uns auf den Weg zurück zur Fähre. Die Kaffeepause haben wir uns verdient und genug Zeit haben wir auch, da der Rückweg nur halb so weit ist, weil die Fähre ab Kloster fährt. Da es nichts zum Fressen gibt, können wir auch Abstand halten.
Zurück fährt uns die MS Gallen. Das Schiff ist mit rund 39 Metern einen Meter kürzer als die MS Hiddensee. Wir nutzen die Gelegenheit und schauen dem Captain bei seiner Arbeit ein wenig über die Schulter. Wieder festen Boden unter den Füßen, geht es zurück zum Campingplatz, um diese hochzulegen. Der Weg über die Fähre ist 30 Kilometer kürzer als außenrum. Ja,
Na, das wird auch mal eine hübsche Allee. Jetzt rechts abbiegen. Danach haben Sie das Ziel erreicht. Nach 100 Metern haben Sie das Ziel erreicht. Auch wenn heute der Himmel weint, bleiben wir nicht daheim, denn die Tage werden knapp. Bergen auf Rügen liegt im Zentrum der Insel und hat selbst etwa 13.000 Einwohner. Die Ursprünge des Namens sind auf das Jahr 1232 zurückzuführen. Im Jahr 1314 wurde Bergen unter dem Namen Villa Montis urkundlich erwähnt. Die St. Marienkirche ist das älteste Bauwerk der Stadt Bergen und neben der Pfarrkirche Altenkirchen das älteste Bauwerk der Insel Rügen. Zwischen 1170 und 1180 wurde die Kirche in romanischer Anlage errichtet. Die Kirche wurde 1193 als Klosterkirche für Nonnen der Benediktiner geweiht. 1380 wurde sie zugleich Pfarrkirche. Die romanischen Wandmalereien der Kirche sind das einzige Beispiel für eine Totalausmalung einer Kirche in Norddeutschland. Wir verlassen Bergen und wollen zum Ende der Insel. Hier geht es mit dem Auto nicht mehr weiter. In Tiso leben etwa 150 Einwohner am Ende der Insel.
Die Rügensche Kleinbahn, RÜKB, betrieb das Schmalspurnetz mit einer Spurweite von 750 mm auf der Insel Rügen. Von diesem Netz ist heute noch die auch Rasender Roland genannte Strecke von Putbus über Binz, Sellin und Barbe nach Göhren in Betrieb. Auf einer Strecke von 24,1 Kilometern wird mit historischen Dampflokomotiven und Wagen, die teilweise fast 100 Jahre alt sind, ein regulärer Betrieb aufrechterhalten. Na, zum Glück ist der rasende Roland nicht so schnell, so können wir ihn einholen. Seit dem Jahr 2008 erbringt die Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mit ihrem neuen Geschäftsbereich Rügensche Bäderbahn, RÜBB, die Verkehrsleistung. Nachdem der Morgenschauer vorüber ist, wird es nochmal Zeit für einen kleinen Campingplatzüberblick. Der Zutritt zu den Sanitärgebäuden ist nur mit Chipkarte möglich. So kommen nur angemeldete Gäste hinein. Das Wetter schreckt uns auch diesmal nicht von unserem Ausflug ab. Kap Arkona ist eine 43 Meter hohe Steilküste. Das Flächendenkmal Kap Arkona gehört neben dem Fischerdorf Fit zur Gemeinde Puttgarden und ist eines der beliebtesten Ausflugsziele auf Rügen mit jährlich ca. 800.000 Besuchern. Man ist gezwungen, sein Auto auf dem Zentralparkplatz abzustellen und anschließend die 2 Kilometer zum Leuchtturm zu laufen.
Es ist kurz vor 18 Uhr und hier ist alles schon ausgestorben. So können wir uns nur ein wenig umschauen und treten dann wieder den Heimweg an. Jetzt rechts abbiegen. Danach haben Sie das Ziel erreicht. Nach 100 Metern haben Sie das Ziel erreicht. Na klar, heute, wo wir fahren, zeigt sich wieder die Sonne am Himmel. Die schönen Tage sind wieder viel zu schnell vorbei. Die 760 Kilometer Rückweg haben wir in 11,5 Stunden geschafft. We'll be right back.